Was macht eigentlich die diesjährige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Celine Bethmann? 2 Monate ist es her, als Modelmama Heidi die Naturschönheit mit den vielen Sommersprossen zur schönsten auserkoren hat. Damit gewann sie nicht nur den Titel der 12. Staffel, sondern auch ein Auto, ein Zeitschriftencover der Cosmopolitan und einen Modelvertrag bei Heidis Papa Günther Klum und zusätzlich 100.000 Euro. Wow! Aber welche Jobs hat sie bisher an Land gezogen? Denn nach der Show haben es bisher nur wenige zum großen Erfolg geschafft. Lena Gerke und Stefanie Giesinger sind das beste Beispiel für einen Durchbruch als Megamodel. Allein auf der Berliner Fashion Week hatte Celine 7 Jobs. Sie war beim Liveball in Wien einer der Stargäste, hatte schon mehrere Shootings. Ein tolles Mädchen, erzählte Günther Klum gegenüber Bild. Auf ihrem Insta-Account hat die 19-Jährige 390.000 Abonnenten und lässt uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir sind schon sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.